unser heutiges Fachgespräch hat ergeben, dass wir zum einen ein besseres Mietrecht brauchen. Das jetzige Mietrecht schützt die Mieterinnen, insbesondere in Räumen mit angespanntem Wohnungsmarkt, nicht ausreichend. Wir brauchen weiterhin sachgerechte Regelungen dazu, wer die Energiesanierungsmaßnahmen trägt. Die jetzigen Regelungen sind nicht gerecht und die jetzigen Regelungen erschweren sogar die Energiesanierung unseres Gebäudebestands. Und drittens brauchen wir, und zwar als Gemeinschaft, als Land Bayern und natürlich auch als jede Stadt von Bayern, einen ausreichenden gemeinwirtschaftlich bewirtschafteten Wohnungsraum. Ungefähr ein Drittel unseres Wohnungsbestandes muss sozial sein, sonst geraten nicht nur die sozial Schwachen, sondern auch Krankenschwestern, Busfahrer und Polizeibeamte unter die Räder. Uns Grünen ist es wichtig, dass die Energiewende gelingt und dass wir tatsächlich das 2-Grad-Ziel schaffen. Und da im Gebäudebestand ungefähr 40% der CO2-Emission emittiert wird, ist der Gebäudebestand ein ganz wichtiges Feld, auf dem dieses Ziel überhaupt nur realisiert werden kann. Deswegen treten wir ein für eine energetische Gebäudesanierung, umfassend, vor allen Dingen stark mit staatlichen Mitteln gefördert und auch qualitätvoll gefördert. Wir wollen nicht nur alles voll mit Styropor kleben, sondern wir wollen tatsächlich auch gute Baustoffe besser fördern. Und wir wollen vor allen Dingen auch die Förderung deshalb, weil geförderte Maßnahmen nicht mehr umlegbar sind auf die Miete, denn das ist der zweite wichtige Teil. Das Ganze muss für Mieterinnen und Mieter bezahlbar bleiben. Und deswegen wollen wir dafür eintreten, dass nicht nur die Förderung stimmt, sondern dass auch auf ganz besonders hochgeheizten Wohnungsmärkten dafür Sorge getragen wird, dass die Kommunen ermächtigt werden, eine entsprechende Mietobergrenze einzuziehen bei Neuvermietung oder Erstvermietung nach Sanierung, damit am Ende die Mieterinnen nicht buchstäblich aus ihren Häusern und Wohnungen heraussaniert werden. Ja, München ist regelrecht eine Boomregion. Wir werden von neuen Zuzüglern überrollt, richtig gehend. Und unsere Ziele, zum Beispiel 7.000 Wohnungen zu errichten, die sind, wenn man die Zahlen anschaut, dass wir letztes Jahr netto 24.000 Menschen mehr in München geworden sind, dann stimmen einfach unsere Zielzahlen nicht und wir müssen die eben entsprechend anpassen. Und auf der anderen Seite, wenn ich anschaue, dass unser kommunaler Wohnungsbestand bei 11% der Mietwohnungen sich einpendelt, die Genossenschaften bei 5-6%, dann kommen wir also zusammen auf 16-17%. Und wenn man als Stadt den Wohnungsmarkt gestalten will, dann müssen wir da erheblich zulegen. Unser Ziel muss es sein, dass 30% des Mietwohnungsbestandes in der Landeshauptstadt München gesicherter, bezahlbarer Wohnraum ist, das heißt in den Händen der Kommune und der Genossenschaften sich befindet.